Puh, also, zwei Fehler, die ihr nicht machen solltet, wenn ihr ein pflegeleichtes Becken wollt. Erstens, verzichtet auf Wasserlinsen und auf Teichlebermoos. Oh, ich habe jetzt hier mal Tabula Rasa gemacht, nach bestimmt 1,5 Jahren, wo ich nicht mehr viel in dem Becken machen konnte, weil einfach ich Angst hatte, dass ich dann die Jungfische irgendwie da ja, mit absammeln oder zu euch stören, habe ich jetzt mal hier einen Eimer voll. Das ist ein Gemisch aus Süßwassertang, Christmasmoos, Salvinia, Wasserlinsen und Teichlebermoos. Ja, also Mengen, da könntest du ja, einen Riesenteich zum Laufen bringen, auf jeden Fall. Ja, das gut, die Wasserlinsen kennt ihr ja, die Problematik. Beim Teichlebermoos ist es so, dass das sich in lauter kleine Stückchen, hier seht ihr sie, auflöst und die natürlich dann immer wieder anfangen irgendwo anzuwachsen. Ja. Ist super zur Aufzucht von Jungtieren, wirklich ein ganz, ganz tolles Versteck. Aber du kriegst es halt nie mehr raus. Ja. So, und jetzt geht es hier an den ganzen Java-Farn ran. Den will ich auch mal wieder ein bisschen ausdünnen. Ah, da unten ist auch noch jede Menge Moos. Ja, chups, fliegt auch alles raus. Ist einfach zu viel. Ich zeige euch nachher mal das Endergebnis. Bin gespannt, wie es dann ausschaut. So. Der Job ist dann, also unglaubliche Mengen an verschiedenartigen Moosen habe ich hier entfernt. An den Java-Farm bin ich doch nicht gegangen, weil den brauche ich doch noch für das neue Projekt, was in der Schule starten soll. Und auch hier soll ja ein neues Aquarium hin. Ich bin ein bisschen Wasserschaden geschädigt und habe nicht so richtig Zutrauen zu diesem billigen Hornbachbecken hier. Ja, und auch nicht hier zu diesem IKEA-Schrank, den ich zwar ein bisschen stabilisiert habe, aber trotzdem ist mir nicht so richtig wohl. Ja, jetzt sehen wir noch so leichte Schwebeteilchen hier vom vielen Arbeiten im Becken. 10 Liter Wasserwechsel habe ich gemacht, alles Moosartige raus und auch noch eine kleine, einen kleinen Mythos, wo ich mal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Ob man Java-Farn nicht mit Rhizom einpflanzen kann. Ich habe es ja bei Anubias schon ausprobiert, nachdem ich die in Afrika gesehen habe, auf einem Video, dass die komplett im Bodengrund wachsen. Ich gedacht, huch, komm, ich probiere es mal aus und tatsächlich funktioniert es. Ja, der liebe Tom hat mir damals auch bestätigt, dass er das schon des Öfteren gemacht hat. Probieren wir nochmal den Java-Farn aus. Vielleicht ist das auch wieder so ein Mythos, der sich durch die Aquaristik zieht. Ja, und jetzt sieht man hier, die Rubras erkunden das Becken ganz neu, haben jetzt wieder ein bisschen Raum zum Schwimmen. Ja, und Unmenge von kleinen Halbwüchsigen sind hier. Morgen gehen wir wieder 10 Stück an den Konstantin raus. Der kommt vorbei und holt sich eine Ladung ab. Ja, oben habe ich jetzt hauptsächlich Salvinia schwimmen. Natürlich sind dazwischen auch noch Wasserlinsen, ist ja klar. Weg kriege ich sie nicht. Und so 2, 3 Muschelblumen habe ich mir auch noch hier drin gelassen. Ja, richtig schön sieht es jetzt hier nicht aus, weil jetzt doch die Pumpe hier ganz frei liegt. Die war vorher so schön verdeckt. Aber ich dachte mir, hier hinten haue ich mal alles raus, was so Moos ist. Ja, händeweise habe ich es da aus dem Becken raus. Ja, jetzt haben hier meine Algengrundeln. Die Stiphodons haben auch mal wieder ein bisschen Raum, ein bisschen Platz. Können da die schönen Steinchen abweiden. Die sollen auch in das neue Projekt reinkommen. Wahrscheinlich dann auch mit Flossensaugern und allem möglichen. Was noch so ein bisschen Strömung und flache Steine mag. Super schöne Tiere. Pfiffig. Habe ich auch schon ein Video gemacht über die Haltung von, sehen wir noch eine, diesen schönen Grundeln. Ja, ansonsten bin ich einigermaßen zufrieden. Ich hätte noch gern so ein bisschen den Java-Farn ausgedünnt, aber damit warte ich, bis das neue Projekt läuft
Und ja, dann kann ich den ganz gut brauchen. Ich möchte den also dann hinten eine Filtermatte begrünen mit Java-Farn. Ob ich jetzt nur den nehme oder auch mal den Trident ausprobiere, der gefällt mir auch ganz gut. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber das wird sich dann geben in den nächsten Wochen, hoffe ich. Ja, dann wie immer danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche mir eine Sache von euch, ein Like, ein Abo und ganz besonders einen Kommentar. Vielleicht habt ihr auch eine gute Anregung, Idee, ja, wie man so ein Becken noch aufbauen kann. Es soll ja vorne Strömungsbecken sein, hinten eher ruhiger gehalten. Ja, also so ein bisschen zweigeteilt. Habe es ja hier im Kleinen ausprobiert, in 80 cm, und bin da echt zufrieden mit und möchte es dann ins große Becken, ja, auf 1,20 m, 1,50 m Tiefe auch ausprobieren. Ja, vielleicht hat der eine oder andere noch eine pfiffige Idee. Dann bitte überrascht mich in den Kommentaren. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.